Die Löwin und der Fuchs. Vor langer Zeit, als die Tiere auf dieser Welt noch miteinander reden konnten und sich verstanden, da gab es 4 Löwenkinder. Sie waren Geschwister und lebten in einer goldenen Höhle mitten im großen Walde. Die 3 Älteren waren männlichen Geschlechts. Nur das Jüngste war ein Weibchen und es war gerade zu einer hübschen Löwenjungfrau geworden. Die 3 Brüder liebten ihre kleine Schwester sehr und ließen sie darum nicht aus der Höhle heraus. Die Jungfrau musste immer zurückbleiben, wenn die 3 Brüder hinaus in den Wald gingen, um zu jagen. Wenn sie ein Wild geschlagen hatten, teilten sie es redlich untereinander auf. Auch die Schwester erhielt ihr Teil. So lebten sie lange Zeit in Frieden. Eines Tages gingen die 3 Löwen wieder wie gewöhnlich in den Wald, um für ihre Nahrung zu sorgen. Die Schwester blieb allein in der Höhle zurück. Nicht weit von der goldenen Höhle lebte ein Fuchs in seinem Bau. Und das war eine Höhle ganz aus Kristall. Dieser Fuchsjüngling wusste, dass ganz in der Nähe eine Löwenjungfrau in goldener Höhle einsam saß. Wie kann es anstellen, fragte er sich, um sie zur Frau zu gewinnen. Ganz in Gedanken versunken kam er aus seinem Bau heraus und lenkte seine Schritte zur Höhle der Löwin. Als er sah, dass die Löwin allein war, trat er beherzt aus dem Walde hervor und blieb in schicklicher Entfernung stehen. Er sprach: »Sieh her, Löwin, du liebliches Geschöpf! Ich trage in meinem Herzen heiße Liebe zu dir. Unter großen Schwierigkeiten habe ich mich durch den Dschungel einen Weg gehauen zu deiner Höhle. Denn ich will dir meine Liebe schenken. Hab Mitleid mit mir, deinem älteren Bruder, und höre mich an.« Als die Löwin den Fuchs so sprechen hörte, drehte sie sich zu ihm um, sah ihn von ihrer Höhle sitzen. Sie dachte: »Ich bin eine Fürstin der Löwen, eine großmächtige Herrin. Was dort draußen hockt, ist jedoch von gemeiner Hundeart. Mit so etwas spricht unser Eins nicht.« So dachte sie und wandte sich ab. Als der Fuchs bemerkte, dass die Löwe mit ihm nicht sprechen wollte, ergriff er noch einmal das Wort und sprach: »Herrin, du siehst in mir ein niedriges Tier, nicht wahr? Ob du, Liebliche, denke nicht so. Denn auch du hast wie ich 4 Füße, und vom Fleische der Schwachen leben wir Starken beide. Darum erhebe dich nicht über mich.« Als die Löwin das hörte, dachte sie: »Dieser Hundefuchs will mich beleidigen.« Aber sie beherrschte sich und blieb still. Denn wie könnte eine Löwin Antwort geben einem Fuchs, einem Tier des niedersten Standes? Der Fuchs jedoch fuhr fort, ihr den Hof zu machen. Als es Abend wurde und die Zeit nahte, da die 3 Löwen, die Brüder der Jungfrau, zurückkommen mussten, dachte er: »Wenn ich mich jetzt nicht davon mache, werden die 3 Löwen mich angreifen und vernichten. Darum ist es besser, ich kehre erst in meinen Bau zurück.« Als der Fuchs verschwunden war, kam der mittlere Bruder der Löwin heim. Er legte ein großes Stück Fleisch vor seiner Schwester. Doch als er ihr in die Augen blickte, merkte er, wie bedrückt sie auch sah. Und schon traten ihr die Tränen über die Lider. Sie weinte, so tief fühlte sie sich beleidigt. Der Bruder fragte: »Warum weinst du so, geliebte Schwester?« Die Löwin antwortete: »Heute Mittag, als der Brüder nicht wartete, kam ein niedriger Hund vor der Höhle gekrochen und hat mich mit seiner Geilheit bedrängt, dass ich mich schämen muss.« So sprach sie und erzählte dem Bruder alles. Voll Zorn hörte es der Löwe und war außer sich vor Wut, dass ein Hund es gewagt, seiner Schwester Herz zu besudeln. Mit gewaltigen Sprüngen eilte er durch den Wald davon. Bald war er an der Kristallhöhle des Fuchses angekommen und schaute hinein. Der Fuchs schlief in einer Ecke und das eindringende Tageslicht warf seinen Schatten zurück und heftete ihn an die kristallene Decke. Blind vor Wut drang der Löwe ein in die Höhle, sah den Schatten und ohne Überlegung sprang er mit voller Kraft auf in die Luft, um den Hund mit seinen Pranken herunterzutragen und zu zerreißen.
Dabei zerschmetterte er sich den Kopf an der Höhlendecke und mit gebrochenen Gliedern herabfallend musste er sterben. Inzwischen war der Jüngste von den dreien auch nach Hause zurückgekehrt. Er erfuhr von der Schwester, was ihr widerfahren war. Zornig lief auch er seinem Bruder nach zur Kristallhöhle des Fuchses. Wutverzerrten Blickes stürzte er sich in die Höhle, sah das Schattenbild des Fuchses an der durchsichtigen Decke, sprang hoch, um den Schlafenden zu packen und zu zerfetzen. Doch sein Kopf stieß gegen die Kristall und er fiel herab auf den Boden. Sein Genick brach, sein Herz zerriss und er starb, wie sein älterer Bruder. Als letzter kam der älteste Löwenbruder heim zu seiner goldenen Wohnung. Seine Schwester erzählte ihm ihre Geschichte und auch er eilte davon zur kristallenen Höhle des Fuchses. Vorsichtig blickte er hinein und sah seine beiden Brüder tot daliegen im Bau des Fuchses. Er erschrak sehr und die Furcht verdunkelte seinen Verstand. Den Schatten des schlafenden Fuchses gewahrte er über sich an der Decke. Weil er nicht gewohnt war nachzudenken, hielt er das Schattenbild für den Fuchs selbst und sprang hoch. Mit geborstenem Schädel fiel er tot zu Boden. Wenn die Löwen sich nur in die Höhle richtig umgesehen hätten, der Fuchs wäre ihnen nicht entgangen. Nach Art der Löwenfürsten hätten sie nur ihr Gebrüll auszustoßen brauchen und der Fuchs wäre mit geplatztem Gehör gestorben. Von Not geschieden ist er, wer überlegt, wer nicht nachdenkt, kommt um.